Achtung, Achtung, hier spricht die Pankow-Polizei. Der Podcast von AOP mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Punk. Am Mikrofon Oliver Pfleger, Christian Stephan und Philipp Schreiber. Herzlich willkommen zur ersten Folge der Punkrock-Polizei, dem AOP-Podcast. Wie immer am Mikrofon der Olli, der Stucki und der Philipp. Schönen guten Abend, ihr zwei. Schönen guten Abend, Olli. Ja, ist das schön, eure Stimmen mal wieder zu hören, wirklich. Ja, tatsächlich. Die Frage, mich erfreut auch, dein edles Antlitz mal wieder zu sehen. Ja, aber für heute besonders edel, aber wir können ja nachher nochmal drauf eingehen. Ja, sehr gerne. Die Frage, die sich gleich zu Beginn stellt und auf die wir gleich eingehen wollen, ist folgende. Zwar, warum gibt es den AOP-Podcast? Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und zwar ein Podcast von einer Band für Bands da draußen und für Fans von Bands da draußen. Richtig? Und auch einfach für interessierte Leute, die sich dafür interessieren, was macht eigentlich eine Band so den ganzen lieben Tag lang? Außer Heroin spritzen und Groupies. Und saufen. Flachlegen. Also ich bin ja eher so der Wegi und Bio-Typ der Band, auf jeden Fall. Genau. Um das ganz nochmal aufzugreifen, wir wollen euch einfach da draußen Eindrücke geben von uns als 20 Jahre alte Punk-Rock-Hasen in diesem Geschäft, die schon einiges erlebt haben, Aufs und Abs, so einen kleinen Mehrwert einfach. Und das hat es auch, glaube ich, auf diese Art und Weise noch nicht gegeben. Um uns mal wieder selber zu loben, was wir ja nicht so arg tun sollen. Aber ich finde es eigentlich immer noch gut. Ich finde, wir können uns durchaus immer mal wieder selber loben. Naja, wir geben auch, da kann man sich dann auch schon mal loben, auch Einblicke in das Musikbusiness. Ja? Wir versuchen das sehr transparent zu machen. Es ist nicht nur getan mit einfach Musik machen, leider Gottes. Das wäre schön. Ja, da gehört noch ein bisschen mehr dazu und da plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und um da auch gleich einzusteigen, haben wir heute auch die erste Rubrik. Die Frage ist ja, Philipp, hast du dafür einen Jingle? Nein. Nein, natürlich genau, nicht. Genau, habe ich nur gelernt. Nur für regelmäßige Rubriken. Ich habe schon gelernt im Vergleich zum letzten Mal, richtig. Ja. Es geht um einen ganz kurzen Streif durch die AOP-History. Ja, und jetzt steht hier auf meinem Zettel Philipp und Olli und Stucki kann spontan Fragen dazu stellen. Das bedeutet, jetzt fragen sich die Leute, warum? Ja, weil Stucki erst seit 2017 in der Band ist. Das heißt, Stucki ist quasi das Küken der Band, nicht nur vom Geburtsdatum her, sondern auch von den Bandjahren, die er auf dem Buckel hat bei uns. Aber um da auch eine deutsche Band zu zitieren, er ist gekommen, um zu bleiben. Ja, und das ist eigentlich, also wenn nichts hängen geblieben ist aus der ersten Podcast-Folge, dann war es, Stucki ist der dritte, aber der letzte Schlagzeuger von AOP. Das war wirklich definitiv überragend. Ja, sehr gut, ja. Gefällt mir immer. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ihr so lange gewartet habt, mich zu fragen, dass ich 2017 erst einsteige. Ja, du weißt ja, wie das manchmal ist. Es ist wie wenn man irgendwie um eine Person sein ganzes Leben lang rumschleicht, also in Liebesdingen zum Beispiel, und dann erst mit 50 im vierten Frühling merkt, wir waren schon immer füreinander bestimmt. Ja, man muss aber auch den richtigen Zeitpunkt abwarten, darf ihn aber auch dann nicht verpassen, so wie es immer ist im Leben. Das ist absolut richtig. Ja. Ich finde es jetzt schon wieder geil, wie ich selber merke, dass ich ganz arg Hochdeutsch spreche. Das wird sich im Verlauf der Sendung noch ändern, meine Damen und Herren. Du meinst, du wirst noch Hochdeutscher oder du merkst es nicht mehr? Ja, es kommt drauf an. Ja, um das ganz schnell, die AOP-Karriere im Schnelldurchlauf, denn es gibt ja da draußen tatsächlich Leute, die uns A, entweder gar nicht kennen, B, entweder erst vielleicht seit 3-4 Jahren kennen oder C, uns schon immer kennen, aber diese Geschichten einfach immer und immer wieder hören wollen, aber auch müssen. Ja? Und jetzt will ich gleich mal was einführen und zwar haben wir uns überlegt, an alle Punkrock-Polizisten da draußen. Ja? Also immer wenn wir jetzt Punkrock-Polizist oder Punkrock-Polizisten und Punkrock-Polizistinnen sagen, dann meinen wir euch da draußen an den Kopfhörern. Vor dem Handy, vor dem Rechner und so weiter und so fort. Das heißt also, es gibt auch dann quasi eine kleine Hausaufgabe für die Zukunft. Ihr müsst euch jetzt quasi alles merken, was in den nächsten circa 10 bis 15 Minuten gesagt wird, damit ihr auch immer im Bilde seid, wenn es um die AOP-History geht, oder? Ja, oder? Ja. Gut, also Philipp, ich schmeiß dir einfach mal so ein paar Stichwörter hin, okay? Ja. Wir haben gesagt, wir hatten ja letztes Jahr 20 Jahre AOP 2019. Das heißt, wir haben so angefangen 1999 als Schülerband.
Ja. Und ja. Tatsächlich hatten wir damals unseren ersten öffentlichen Auftritt beim Musikschulfest der kleinen Musikschule meiner Mutter im Innenhof des Spitalhofs von Bad Wimpfen. Und es hat sich damals schon abgezeichnet, dass das nur grandios werden kann. Gab es da schon einen Bandname? Da gab es einen Bandnamen und wir hießen damals Spoiled. Ja, wir hießen Spoiled. Nicht die Schwarzen Schafe? Nee, damals war das Schwarzen Schafe, das war ja dann noch ganz vorher, das haben wir in unsere Bandhistorie nicht reingezählt. Ah, das haben wir rausgelassen, ja, stimmt. Also dann wären wir jetzt schon bei 25 und so alt wollten wir es dann doch nicht machen. Ja. Ja, also es gibt noch eine Prä-AOP-Ära, ne? Aber da hatten wir auch zum Teil zwei Leute am Schlagzeug, wenn du dich erinnerst, weil der eine es nicht allein hingekriegt hat, hat ein anderer dann Hi-Hats gespielt. Richtig, ich glaube, wir waren die einzige Band, die einen Snare-Drummer und einen Hi-Hat-Drummer hatten. Aber das war, wie gesagt, in der vor 1980. Wäre eine Möglichkeit, 99. sich das für manche Songs heute auch vielleicht zu überlegen. Ja. Wenn die Kondition es nicht hergibt, Stucki, sag Bescheid, wir treiben den wie nochmal auf, der damals das Hi-Hat gespielt hat. Ja. Und geil war aber auch, Stucki, wenn ich kurz sagen darf, die Setlist damals, ich erinnere mich so an zwei, drei Knaller-Songs, wie zum Beispiel, tatsächlich haben wir damals Wolfgang Petri mit Das ist Wahnsinn gecovert, ja, in einer extremen Punk-versus-Metal-Version. Wahnsinn. Es war schon ein Highlight. Also wir hatten auch, ich meine, waren bestimmt 30 bis 50 Zuschauer da bestimmt, oder? Ja, locker, ja. Ich erinnere mich noch an so ein kleines Mädchen, die stand da die ganze Zeit neben mir mit beiden Fingern in den Ohren und hat getanzt. Wie so ein altes Hippie-Mädchen auf so einem Hippie-Festival. Ja. Also ihr habt damals schon auch keine halben Sachen gemacht, ne? Nee. So, gleich voll auf die 12. Ja. Was jetzt die Zeit sprengen würde, wäre, wenn ich jetzt fragen würde, Stucki, was hast du eigentlich 1998 gemacht? Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber das ist wieder eine ganz andere Kategorie, auf die wir dann... Ja, und dann machen wir einen Schnelldurchlauf. Wir haben ganz viel gespielt. Wir haben dann nach dem Abi auch so als Coverband so die Region unsicher gemacht, haben auch vor Coverbands gespielt, im Tour de Odenwald oder im Tour de Ländle oder was es da alles gab. Ja, da also hießen wir dann die Spaßfraktion. Richtig, genau. Die Spaß. Stucki, du als alter Hase, die Spaßfraktion, wie fandest du diesen Namen? Besser wie Spoiled. Du wolltest gerade sagen, besser als AOP. Nee, die Spaßfraktion, den kann man schon nehmen. Ich bin ja Verfechter von langen Bandnamen. Ich wollte ja immer mal eine Band haben, die sich Jimmy Jones and the Children of the Frog nennt. Fett. Und was ist es geworden? Alter, du hast ja eine Band, die fängt so ähnlich an, ne? Ich habe eine Band, die heißt Jimmy Jones and the Lizards of Love. Wir sehr, sehr viele Hochzeiten spielen und unser Gitarrist meinte, da muss irgendwas mit Love rein, damit die Mädels uns auch buchen. Ja, ich finde das absolut überragend. Vielleicht, wenn ihr da draußen nicht nur auf Punkrock steht, sondern auch mal heiratet irgendwann, dann ruft bei uns an, Stucki spielt auf eurer Hochzeit, kein Problem. Wir spielen aber auch gern als AOP. Aber das wird richtig teuer, das ist ja klar. Ja, ist mindestens fünfstellig mittlerweile. Ja, mindestens. Wenn AOP ausrücken muss für eine Hochzeit, dann... Junge. Ja. Oh je. Das wird heftig. Ja, und dann sind wir aber auch ganz schnell im Jahre 2008 und das war so ein bisschen das Jahr, also die Blaupause quasi von AOP, denn da haben wir das Album Dein Radio aufgenommen in Waldorf im... Sound Factory Studio. Genau, in der Sound Factory. Siggi Zundel an dieser Stelle, große Pops an dich. Wir denken so Props oft an dich, das glaubst du gar nicht, wie oft wir an dich denken. Das stimmt wirklich, ja. Vielleicht ein bisschen was zum Studio, zwei, drei Sätze. Siggi beim Hähnchenessen war unfassbar. wenn du tatsächlich ein Album produzierst und der Produzent, ich meine, der muss ja was essen, das ist ja alles gut, ja, ich denke da mittlerweile auch anders drüber als damals, als ich jung und ungeduldig war, aber wenn man gerade mitten im Aufnehmen war und der Produzent bekam Hunger und musste dann seinen Gigger essen, wie wir bei stimmt. uns daheim sagen. Da erinnere ich mich auch dran jetzt, ja. Da ist dann doch innerlich manchmal die Hutschnur gerissen, aber nur innerlich, weil wir konnten uns schon immer gut beherrschen. Aber ansonsten war eine grandiose Zeit, muss man wirklich sagen. Das Album ist auch heute noch, wenn ich es heute anhöre, wahrscheinlich 10-mal besser produziert als 90% der Deutschrock-Alben, die gerade draußen rumflirren. Ja? Und die Songs sind Weltklasse.
Ja, also wir müssen uns ja mal wieder selber loben. Auf jeden Fall das beste Album, was wir 2008 aufgenommen haben. Definitiv, definitiv. Ja, und wir hatten eine gute Zeit in Waldorf, muss man wirklich sagen. Und wann ist es rausgekommen? 2009 im Mai, glaube ich. Richtig, im Mai. Ja, ja, und dann ging es ja wirklich los. Ne? Ja. Stubi, also da wurde quasi der Grundstein, die Basis für AOP Andy Olli Philipp gelegt. Ne? Genau, richtig. Damals noch Andy Olli Philipp. Ja. Ja. Ihr merkt, wir haben es mit den Namen, also vielleicht erklärt auch dieser Umstand, weil wir uns in der Vergangenheit als Jugendliche und junge Erwachsene so oft umbenannt haben, von Schwarze Schafe zu Spoil, zu die Spaßfraktion, zu Andy Olli Philipp und schlussendlich, da kommen wir dann aber noch drauf, zu AOP. Vielleicht erklärt das auch, warum wir dann irgendwie gesagt haben, nee, wir können jetzt nicht nochmal unseren Namen ändern. Wir müssen jetzt bei AOP bleiben, auch wenn Cop mit Stucki, heißt ja Chris, oder Sopp bestimmt auch cool gewesen wären, aber irgendwann muss man Sopp dann auch mal ein wenig Konstanz in einen Namen bringen. Ja, ja. Richtig, richtig. Ja, und dann ging es ja los, wir haben dein Radioalbum ausgebracht und haben dann bei einem Wettbewerb teilgenommen. Man muss dazu sagen, AOP oder Andy Olli Philipp mit Wettbewerben ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Gebiet, denn wir haben eigentlich bis dahin einige Wettbewerbe gespielt, aber auch nie irgendwie was gewonnen, geschweige denn sind wir mal irgendwie weitergekommen. Ne? Bis dahin, richtig, oder? Das ist richtig. Und dann kam diese Coca-Cola Soundwave Tour. Ja, man muss ja eins noch vorher greifen. Es gab damals noch die MTV, wie hieß das nochmal, wo man diese Voting-Partys machte? MTV Rookie, oder? MTV Rookie. MTV ja. Rookie, ganz Rookie, korrekt. Genau. Da hatte MTV sich damals dieses Format ausgedacht, dass man im Internet abstimmen kann für Bands beziehungsweise deren Songs. Und wir haben es da mit unserer ersten Single Mutter Teresa tatsächlich zur Airplay geschafft auf MTV. Ja. Das war natürlich absolut verrückt. Da sind diese Voting-Partys so ein bisschen entstanden. Das war damals ein ganz großes Ding, dass wir gesagt haben, Leute, wir wollen da irgendwie weiterkommen. Und da damals schon haben wir die Macht des Internets begriffen und haben unsere Freunde und Fans dazu animiert, für uns zu voten bei diversen Formaten. Ich glaube, wir bräuchten wirklich so diesen Eigenlob. Ding! Eigenlob. Ja. Ding! Aber zu Recht auch. Ne, das muss man auch tatsächlich sagen. Kann man machen. Wir haben da wirklich, und dann sind wir bei dieser Coca-Cola-Tour ja da weitergekommen, beziehungsweise genau, in die Live-Shows quasi genau, gekommen. Weil bei so dieser, würde man heutzutage sagen, in die Live-Shows. Bei der Coca-Cola-Show Geschichte war nämlich die Sache auch, das hat mit einem Online-Voting begonnen. Und wenn man das überstanden hatte, dann kam man zum Kick-Off-Event sozusagen in den Recall, um im DSDS-Sprech zu sein. Und was ist das naheliegendste für eine Band aus Bad Wimpfen bei Heilbronn? Wir spielen in Berlin, klar. Natürlich. Ja, mit drei anderen Berliner Bands. Und da haben viele uns viele Bands gespielt an dem Abend. Ja, sechs Abend. Bands, also sechs Bands plus The Cooks als ja, Haupt-Act. The Cooks als Headliner. Ja. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, da zwei volle Busse zu chartern mit Fans. Ein paar ja, haben wir auch gekauft. Aber, also die Busse haben wir gekauft. Und sind da mit über 100 Leuten wirklich nach Berlin gefahren, in die Arena damals hieß es. Arena ist ja schon, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Also da war die Fanbase ja schon gut. Also zwei Busse, was gehen da rein? 50 Leute? Also wie gesagt, so über 100 Leute waren es ja, auf jeden Fall. Das war ja und, dann schon richtig cool. Und das Geile war, das Konzert war eintrittfrei in Berlin. Natürlich fett beworben von Coca-Cola damals mit dieser Coca-Cola Soundwave Tour. Und 6.000 Leute tatsächlich dann ausverkauft in dieser Halle. Ne? Nein. Und ja, es ging und dann über, war, das Geile war, wir haben gewonnen. Wir haben tatsächlich da gewonnen, weil das Ganze ging über Applausometer. Und unsere ja, Fans haben tatsächlich die anderen Leute da so angesteckt, dass einfach die Halle gebrüllt hat, als wir dran waren. Und das war natürlich ein unglaubliches Gefühl, weil was kam nämlich danach als Hauptpreis an der Stelle schon, ja, ja, eine Festivaltour des Zorns im Jahr 2009, inklusive, ich kann es gar nicht sagen, das war wirklich krass, also inklusive Rock am Ring, Melt, natürlich so ein bisschen genrefremd, war aber trotzdem cool. Dann haben wir gespielt beim Hurricane und beim Highfield Festival. Man muss aber dazu sagen, kleine Korrektur, also der Hauptpreis war Rock am Ring und da mussten wir nochmal weiterkommen, aber das ist auf jeden Fall eine extra Episode wert, wie wir damals quasi, ich kann nur so viel sagen, nachts bei Korn, 2:30 auf der Alterna Stage. Beginn.
Genau. Ellenbogen aufgerissen. Atomsuff und am nächsten Tag der wichtigste Gig des Lebens. Genau. Aber jetzt muss man nochmal Revue passieren lassen. Also 1999 gegründet, dann irgendwie 2008 Platte gemacht und 2009 Platte veröffentlicht und dann habt ihr euch gedacht, jetzt melden wir uns mal beim Wettbewerb an. So. Im Stillen, Heimlichen. Und dann war die Ausvotung, okay, ihr müsst nach Berlin fahren, dann kam so der erste Downer, mir aus Bad Wimpfe, müssen nach Berlin. Und dann macht ihr einen Bus voll und ihr habt 6.000 Leute in der Halle und gewinnt das Ding. Zwei Busse habt ihr voll gemacht. Ja. Genau. Das macht mir schon ein bisschen so Gänsehaut. Kann man nur gratulieren. Und, ne? Vielleicht hier für den Newsletter, Entschuldigung, wenn ich das mal vorweggreife, aber Philipp, du sagst da nachher noch was, da gibt es ja diese ganzen Links bei YouTube, also ist ja nicht nur tatsächlich, wir können jetzt hier das Blaue vom Himmel erzählen, aber tatsächlich ist es ja auch passiert. Das kann man bei YouTube nachschauen, auch wie wir da auf der Bühne stehen und das Applausometer quasi so hochschweift und wir dann da das Ding gewonnen haben in Berlin. Aber weiter, wie gesagt, Rock am Ring, dann Festivaltour. Ja. Und auf einer Welle der Euphorie sozusagen. Olli, was war denn Highlight der Festivaltour? Auf jeden Fall das Highfield Festival. Meins auch. Nachmittags 15 Uhr, glaube ich. Ja, 15 Uhr, ja. Volles Zelt. Also damals, als Coca-Cola noch groß in diesem Musiksponsoring-Game war, hatten die da diese roten Zirkuszelte und wir sind mittags um 3 in dieses Zelt rein auf die Bühne und das Zelt war gesteckt voll mit Menschen. Und die sind alle gesprungen, als wir gespielt haben. Und das war wirklich magisch. Ich glaube, da kannten wir uns noch nicht, aber ich war jahrelanger Highfield-Gänger mit meiner Crew. Mhm. Und wir waren auch 2009 auf dem Highfield. Und ich meine mich dunkel zu erinnern, zwischen all den Schnapsexzessen, dass ich tatsächlich euch unbewusst auf dieser Bühne schon gehört habe, weil ich in diesem Zelt drin war. Das spricht für dich, dass du nicht mehr genau weißt, dass du, ob du uns gesehen hast. Oder für uns. Ja, würde dann aber auch diesen Kreis irgendwie dann schließen. Ja, absolut, ja. Genau, um das dann aber voranzubringen, wie gesagt, 2009, 2010 war echt wild. Achtung, Moment, 2009 ja. Finale. Ah ja, stimmt, ja. Der ganzen Scheiße, ja, Top 3 sind wir geworden von der Coca-Cola-Tour und haben dann mit zwei anderen Bands gemeinsam am Tag der Deutschen Einheit am Brandenburger Tor gespielt. Das war total unwirklich, weil das waren, also die Zahlen gehen ein bisschen auseinander. Die einen sagen 800.000, die anderen sagen 1,4 Millionen. Aber egal wie, die Summe an Menschen ist so unglaublich absurd und genauso hat sich das auch angefühlt. Wir hatten 3 Songs, 12 Minuten, wurden damals vom noch nicht so bekannten Joko Winterscheid anmoderiert. Jennifer Weiss von Jennifer Rostock hatte damals noch relativ wenig Tattoos. Ich glaube, kein einziges. Oder kein einziges Tattoo. Genau, die hat so ein Glitzerding im Gesicht aufgemalt. Ein paar Piercings hatte sie schon. Also ist wirklich viel Zeit vergangen seitdem. Und dann haben wir da gespielt und haben nicht gewonnen. Aber es war auch nicht so schlimm tatsächlich. Also natürlich in dem Moment. Wer hat gewonnen? The Rising Rocket. Ja, genau. Ja. Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, Menschen vom Brandenburger Tor, wer sich in Berlin auskennt, bis zur Siegessäule. Ja, also es war brutal. Oh, das ist lang. Das ist ein langer Weg. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, also wir haben dann 2009, 2010 eigentlich gefühlt jedes Wochenende Shows gespielt. Und dann war halt die Frage, okay, neues Album, alles klar. Um das vielleicht jetzt ein bisschen voranzubringen, weil sonst müsste man eine extra AOP-History-Ausgabe machen, haben dann das Deutschpunk-Album aufgenommen in Hannover, deutschpunk.com. Und dann war es so die Frage, okay, jetzt geht's los oder geht's nicht los? Und was dann immer unser großes Problem war, tatsächlich, war Pech mit Booking-Agenturen. Das ist aber auch nochmal eine extra Rubrik wert bei AOP Business. Ist die Frage, die wir auch schon mal gestellt haben, ist es Pech mit Booking-Agenturen oder haben wir Pech mit Bookern? Wobei das eine so mit dem anderen ein bisschen einhergeht. Oder wir waren halt live einfach gar nicht so gut, wie wir immer dachten. Das kann sein. Also, um das deutlich zu sagen, ihr habt auf den Durchbruch gewartet und der kam nicht. Genau. Genau, an dieser Stelle. Wir haben dann schöne Shows gespielt und so weiter. Und dann kam eigentlich damals dann so das Highlight. Das war dann 2011.
Hat uns unsere Booking-Agentur angerufen und hat gefragt, sag mal, kennt ihr Millencolin? Und wir so, ja, natürlich. Ja, klar! Ja, was für eine Frage, ey! Habt ihr Bock, mit denen Deutschland-Tour zu spielen? Und wir so, ja, also, müssen wir jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ja, natürlich wollen wir mit den Deutschland nur spielen, ihr Affen. Wir schauen mal in den Kalender, ob wir ja, Zeit genau. haben. So. Also das war natürlich damals unfassbar. Da haben wir Pupser aus Bad Wimpfen, damals tatsächlich ja alle drei noch aus Bad Wimpfen, haben damals Millencolin-Tour gespielt. Das war wirklich völlig unwirklich und unglaublich geil. Gibt es da noch Kontakt zu der Band? Bitte? Gibt es noch Kontakt zu Millencolin? Wir waren noch mal auf dem Konzert. Noch? Aber nee, also wir haben keinen Kontakt mit denen. Nee. Aber den kannst du schreiben und die schreiben auch zurück, aber ich wüsste nicht worüber. Also das ist tatsächlich immer so ein bisschen mein Problem. Ich mag mich da nicht. Ja, mich hat nur interessiert, ob da jetzt vielleicht irgendwie so eine Band-Buddy-Freundschaft entstanden ist. Nee, da ist keine Riesenfreundschaft entstanden. Nee. Aber dann kam das Verrückte tatsächlich. Also wir haben Deutschpunk.com released, wir haben Millencolin-Tour gespielt und dann kam der August, glaube ich. Ja, muss gewesen sein, glaube ich, ja, Juli, August. Und hatten gerade bei einer neuen Booking-Agentur, waren wir gerade in den letzten Zügen der Verhandlungen. Und dann sagt Andi, ja, nee, Leute, also irgendwie, ich bin weg. Ich habe es nicht mehr. Ja, genau. Hä? Ja, das haben wir damals auch gedacht. Also wir haben es bis heute nicht verstanden, aber das ist auch nicht so schlimm oder auch nicht so wichtig. Man muss ja nicht alle Sachen immer verstehen, aber wichtig ist, dass man keinen Groll mehr hat nach vielen, vielen Jahren. Und der Groll ist definitiv verflogen. Aber es war auf jeden Fall verrückt. 2011, auf dem quasi Höhepunkt der Karriere. Geil. Ja, aus dem Nichts. Ne? Also aus dem Nichts. Ohne Schlagzeuger da. Gespielt. Neues Album draußen. Ja. Ja. Und dann, das wollte ich gerade fragen. Ja, also das war natürlich... Kam aus dem Nichts, krass. Ja, das war ist heftig. Richtig blöd. Ja, ja, und dann haben wir halt gesagt, ja, was machen wir? Und haben natürlich weitergemacht. Und haben mit verschiedenen Schlagzeugern geprobt und Sachen gemacht. Und schlussendlich kam dann Sascha dazu am Schlagzeug. Und das ist aber, Sascha war ein super Schlagzeuger und ein guter Typ, aber es ist irgendwie immer so, dann diesen Zug gab es nicht mehr. Und dazu kommt dann eine Geschichte, auf die wir aber gleich noch im Business Talk eingehen. Dazu kam noch so eine blöde finanzielle Geschichte und schlussendlich muss man dann tatsächlich sagen, ich weiß nicht, vielleicht war der Andi uns einfach 2 Jahre voraus. Oder, ja. oder er war der Auslöser, man weiß es nicht, wird man auch nie wissen. Aber schlussendlich sagten wir dann 2013 irgendwie, ja, jetzt geht's nicht mehr, jetzt müssen wir irgendwie mal, wir haben nie gesagt aufhören, wir haben gesagt, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal eine Pause machen, eine längere. Und ja, das war dann 2013 mit AOP sagen Ciao. Genau, ja. Und dann war lange Zeit ruhig und vielleicht da nochmal drauf einzugehen und dann Stucki, ja, dann kamst dann, du. Ja? Dann kam die Wende. Du. Dann kam die Wende, unser Leid war zu Ende und tatsächlich, ja, tschak-ching, tschak-ching. Darauf eigentlich, oder? Darauf kurz ein, oder? Ja, ganz kurz. Ja, trinken, ja. Prost, Männer, Prost. Ja. Moment kurz. Nee, aber das war ja wirklich so, Stucki, wir haben uns ja wirklich zum ersten Mal so richtig kennengelernt auf dem NoFX-Konzert, ja, in Nürnberg, richtig? Ja, mir denkt noch eine Anekdote. Es gab doch diese Laube Heilbronn Session Band. Ja, richtig, aber das war, da habe ich auch gedacht, ha, ist eigentlich ganz cool der Typ, aber irgendwie, naja, gut, so, ja. Mh. Also da haben wir das Stucki. Ja, also das war so. Da hat es noch nicht gefunkt bei mir, muss ich sagen. Aber Stucki und ich haben uns als Rhythmus, also da habe ich damals auch in dieser Akustik-Coverband mitgespielt und Stucki und ich haben uns in der Rhythmus-Sektion schon extrem gut verstanden. Das hat schon richtig, ich muss schon sagen, da war so der erste. Ja, das war schon, da kam das doch dann auch auf. Du hast mich damals, glaube ich, gefragt, Philipp. Ja. Ob ich noch meine Glamrock-Band habe. Ja, tatsächlich, also ja genau, da hatte ich kurz mal überlegt, bei Stuckis Glam... Das ist schon wieder zu viel für mich. Ja, ist voll gut, bei Stuckis Glamrock-Band einzusteigen, weil ich wollte mein ganzes Leben lang schon mal in einer Glamrock-Band, also seit ich Glamrock kenne, das ist noch nicht so lang, aber seitdem will ich in einer Glamrock-Band spielen und die Band gab es nicht mehr und der Fabs, der ist in Berlin und irgendwie, das war alles. Das war alles kompliziert. Ist egal. Aber witzigerweise hat damals, wir haben ja eine Show gespielt, damals mit Kidi am Schlagzeug, ein Festival.
das war auch eine geile Show, hat wirklich Spaß gemacht. Und der Kidi hat damals zu uns gesagt, aber Jungs, wenn ihr regelmäßig wieder Musik machen wollt, ja, ich kann das nicht machen mit euch, weil ich habe meine eigene Band und ne, das funktioniert irgendwie nicht. Aber warum fragt ihr eigentlich nicht den Stucki? Der wird voll gut zu euch passen. Ja. Echt? Der hat es gesagt? Der hat es gesagt, ja. Und dann, Wahnsinn. Das weißt du gar nicht, geil. Und ich muss den Kidi selten loben, aber... Ja, aber heute also ist es soweit. Sänger von King Kongs Deo Roller, muss man an dieser Stelle dann einfach sagen. Ja. Darf man auch sagen. Darf man auch sagen. War tatsächlich, im Nachhinein stimmt, hat er das vorausgesehen. Ja. Das war fast schon gruselig schon wieder. Das ist gruselig. Ja. Genau, und dann 2017, Stucki, jetzt erzähl du mal ganz kurz, wie war das Jahr so für dich? Ja, die erste Herausforderung war es nicht, aber es war ein guter Anstoß. Ich musste endlich mal meinen Proberaum fertig bauen. Oh ja, stimmt, weil, ja, geil. Weil die Band keinen Proberaum hatte und wir dann überlegt haben, naja, du wohnst jetzt da in Ingelfingen, sind so gute 40, 45 Kilometer von Bad Wimpfen weg. Wie macht man das und geht das? Und dann habe ich gesagt, naja gut, aber wir zahlen ja auch keine Miete, weil es bei mir im Keller war dann ein Argument. Dann habe ich als erstes mal diesen Proberaum ruckizucki fertig gebaut. Mhm. Ja, und dann ging es ans Eingemachte. Dann saß ich hier in meinem Zimmer und habe mir die Songs tatsächlich mit Noten rausgeschrieben, dass ich es schneller abrufen kann, wenn wir geprobt haben. Und dann war aber auch der magische Moment da. Wir gehen das erste Mal in den Proberaum. Und das war für mich schon auch, wo ich dachte, okay, das sind zwei Dudes am Start. Wir sind tight irgendwie, ohne dass jetzt den Song schon gepasst hat oder dass man alles richtig gespielt hat. Aber für mich war das schon so ein bisschen magisch. Und ja, ich hatte ganz lang in einer Blasmusik-Kombo gespielt mit 10 Mann. Und für mich war das wirklich sehr, sehr geil, dass es nur noch 3 Leute in der Band sind. Ist ja auch irgendwie geil, ja, oder? Ja, also ich habe immer in großen Orchester, habe ich auch gemacht, Symphonieorchester mache ich immer noch. Es war, und dann kam irgendwie AOP ums Eck und dann ging die Songprobearbeit los. Und es war einfach geil, es war immer sehr energiegeladen im Proberaum und anfangs habe ich die Songs noch nicht so ganz verstanden und ich kann mich noch an eine Szene. Jede Sekunde, erinnern. Oder? War jede Sekunde. Ja, ja. Ich glaube, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, ja, lass uns doch einfach mal mit dem einfachsten Song anfangen, den wir haben. Ja, deutschpunk.com, jede Sekunde, die erste Nummer. Ja, weil, genau. Weil der für mich einfach so, der geht einfach so durch, kurz. Ja. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, dass er irgendwie 3 oder 4 Rhythmuswechsel hat auf Schlagzeugvariationen und verschiedene Riffs und Stops und was weiß ich was. Und dann sagt der Stucki irgendwann nur, hey, ich dachte, wir spielen Punkrock. Also es war tatsächlich, also wir stehen im Proberaum immer zueinander, sodass man sich sehen kann. Und der Olli gibt dann in Zeichensprache quasi den Rhythmus wieder. Und dann spiele ich einen Groove und dann auf einmal bewegt er sich wieder anders und dann wieder und dann schreit er nur noch ins Mikrofon rein, jetzt Coldplay-Rhythmus. Genau, Coldplay, ja. Ja, badum-bum, 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 badum-bum. Ja, also und da musste ich wirklich mal sagen, sag mal, das ist aber alles andere als nur Punkrock. Aber Achtung, wir verlieren gerade unsere Street-Credibility. Aber das Verrückte war ja eigentlich, dass wir dann eigentlich gleich noch was Verrücktes gemacht haben. Nämlich, wir haben nicht nur irgendwie mit dir alle Songs einstudiert und irgendwie, ja, keine Ahnung, also dann 30 Jugendhäuser gespielt, sondern nee, wir waren direkt, dein erster Gig war direkt, war wir Headliner bei einem Festival, bei einem 500er Festival. Wie war denn das Feeling so für dich? So bin ich das gewohnt, ja. Ach so, ja, genau. Quatsch. Also es war schon ein bisschen Druck da und da ihr ja aber auch 2 alte Businesshasen seid, kam auch gleich mit dem Proben, lass doch eine Live-Platte machen. Nee, das war dann danach. Ja. Das war ja nach der Premieren-Show. Tatsächlich. Nee, wir haben die Premieren-Show aufgenommen, das war die Live-Platte. Ach du Scheiße. Das war die Live-Platte. Genau, weil ich denke da gerade drüber nach. Wir haben ja gerade das Interview gegeben für das TAF-Magazin. Grüße an dieser Stelle. Und genau diese Frage wurde mir auch gestellt. Ja, und dann war tatsächlich die erste Show war die Aufnahme der Live-Platte. Ja. Wir waren ja total bescheuert. Ich habe gerade ganz kurz gedacht, da wäre ein Jahr dazwischen gewesen. Aber wir waren total bescheuert.
Also da kam Schlag auf Schlag. Wir haben uns ein Jahr lang das Geschrupp und Geschepper-Festival war das, kann man sagen, in Bad Rappenau. Props ja. An dieser Stelle gehen auch raus an die Jungs. Ja. Und wir haben ein Jahr lang, also ich glaube im Januar oder im Februar haben wir angefangen, 2017 uns im Proberaum zu treffen. Ja. Und das Konzert war im November. Richtig, ja. War die Headliner-Show. Und dann haben wir so nebenher noch gedacht, ja gut, dann machen wir die Live-Platte und wie machen wir das? Wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, 13.000 Euro und dass wir das machen können. Und dann kam der Philipp um die Ecke, ja, machen wir Crowdfunding. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und ich konnte mir auch höchst skeptisch. Ja, tatsächlich. Olli war höchst skeptisch. Ja. Und ich bin an dieser Stelle immer noch dankbar an die Leute da draußen, dass wir das tatsächlich nicht nur gestemmt haben, sondern auch viel mehr Geld bekommen haben als das, was wir eigentlich gebraucht haben. Und dann auch noch in Urlaub gehen konnten davon. Richtig geil. Super, vielen Dank. Ja, und aber um den Faden da nicht zu verlieren, dann haben wir dieses Konzert gespielt. Da gibt es auch noch eine kleine Anekdote. Wird mir jetzt im Nachhinein auch noch einmal immer mehr bewusst. Ich habe nach dem Konzert, bin ich direkt in die Umkleidekabine und habe erstmal gekotzt. Weil stimmt, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Weil ich so unter Adrenalin stande, weil, das wird ja aufgenommen und bloß kein Verspieler und wir haben nur das eine Mal. Und ja, also es war schon sehr, sehr historisch jetzt im Nachhinein betrachtet und sehr gewagt. Aber das ist doch ein schönes Schlusswort für diese kleine Anekdote und vor allen Dingen für die AOP History. Es sei denn, du möchtest noch einen letzten Satz sagen. Nö. Ja. Aber also das ich ist hätte jetzt sowas erwartet wie: Danke Jungs, dass ihr mich adoptiert habt. Ja, oder er erwartet von uns: Gern geschehen, dass ich jetzt bei euch Schlagzeug spiele. Ja, also. Ja, ich glaube, es ist ein Geben und Nehmen. Es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Sein, ja. Ja. So, jetzt haben wir, glaube ich, schon ziemlich lang geredet, aber ich denke, das war auch mal wichtig für alle Leute da draußen, die das gern mal wieder ein bisschen aufgefrischt haben oder noch nicht wussten, was da so abging die letzten 20 Jahre, kann man erst sagen. Ja. Wie war deine Woche, Schatz? Also, ich fange einfach mal an. Ich habe tatsächlich in den letzten 2 Wochen was ganz Nerdiges gemacht, was Kochen angeht. Ich habe mir ein Sous-Vide-Gargerät gekauft, weil ich, keine Ahnung, ich hatte letztes Jahr zum Geburtstag Gutscheine bekommen von so einem Premium-Fleisch-Online-Shop und musste jetzt irgendwie die mal einlösen, bevor die auch verfallen. Das wäre schade gewesen. Und dann habe ich mir so ein Sous-Vide-Gargerät gekauft. Du weißt, ich bin maximal skeptisch jetzt schon. Ja, das macht ja nichts. Was ist denn ein Sous-Vide-Gargerät? Also, ich habe mir ja noch mehr gekauft. Moment, ich habe mir auch noch ein Vakuumiergerät gekauft. So wie du nicht kochen kannst, kaufe dir dieses Gerät. So, sozusagen. also beim Sous-Vide-Garen geht es tatsächlich um Niedertemperaturgaren unter Vakuum. Und das Schöne ist, wenn man nicht so richtig gut kochen kann, so wie ich, und Angst hat, dass man unglaublich teures Fleisch, wie von diesem Premium-Fleisch-Online-Shop, also ich habe da immer Angst, das zu versauen tatsächlich. Ich kaufe mir ein geiles Stück Fleisch und dann lege ich das in die Pfanne und denke, fuck, okay, was, und jetzt habe ich zu hohe Temperatur, zu niedrige Temperatur, das wird jetzt nichts. Und dann schmeckt es am Ende wie eine Schuhsohle und das ist irgendwie viel Geld kaputt gemacht. Und deswegen habe ich nach viel Lesen dieses Gerät gekauft. Das ist im Endeffekt ein Tauchsieder mit einer Steuerungslogik, der die Temperatur auf 0,1 Grad genau hält. Und Sous-Vide klingt natürlich geiler. Sous-Vide klingt super. Ja, das ist halt auch Français. Tauchsieder. Ja, also auf jeden Fall habe ich... Du machst das mit dem Tauchsieder, oder was? Machst das mit dem Tauchsieder, mit Ventilator, ja, genau, mit so einem... Ja, und ich habe jetzt 2-mal damit Fleisch gekocht. Also man muss dazu sagen, ich esse eigentlich seit geraumer Zeit kein Fleisch mehr und auch keine Wurst. Und habe mir aber vorgenommen, also ich will es nicht dogmatisch machen, sondern ich will einfach, wenn ich Lust darauf habe, dann aber halt auch ein extrem gutes Fleisch essen, weil ich keinen Bock mehr auf dieses billige Discounter-Fleisch habe, weil es scheiße schmeckt und die Tiere leiden müssen. Und habe dann wahnsinnig viel Geld eben über die Gutscheine und jetzt für heute, für Ostern, jetzt habe ich verraten, wenn wir aufzeichnen. Für heute, für Ostersonntag habe ich dann hier von einem regionalen, da kann ich dann auch noch kurz was dazu sagen, von einem regionalen Fleischerzeugungsbetrieb Fleisch gekauft. Und ich muss sagen, es ist wirklich Kochen für Deppen. Weil man macht es, man vakuumiert es, man tut es rein. Ich habe jetzt Roastbeef gemacht heute, 56 Grad, 4 Stunden. Dann ist es fertig, dann ist es innen rosa. Und wenn du das dann eine Stunde länger drin lässt, geht es nicht kaputt. Das ist das Tolle. Das heißt, man hat alle Zeit der Welt, alles andere vorzubereiten. Und dann
45 Sekunden bei sehr hoher Temperatur von jeder Seite anbraten und das Fleisch ist wie in einem Sterne-Restaurant perfekt. Nicht, dass ich schon mal in einem Sterne-Restaurant gegessen habe, aber so stelle ich es mir vor. Und das ist ganz großartig und es macht mir sehr viel Spaß und ich werde in nächster Zeit öfter kochen und aber einfach auch nur alle 2 Wochen Fleisch essen. So, das waren meine letzten 2 Wochen und das ist wirklich schön. Ja, bei mir ist es relativ unspektakulär, wer uns bei Facebook in unserem allsamstaglichen Live, das wir diesen Samstag nicht gemacht haben. Richtig. Ich bin am Bandhanger renovieren. Ich bin so ein bisschen der Handwerker bei uns in der Band. Immer noch habe dem möchte Hänger. Ich nicht widersprechen. Ich auch nicht. Hab diesen Hänger von der damaligen Blasmusik-Kombo haben wir den abgekauft und der ist so ein bisschen verfault. Und dass wir mehr Equipment reinbekommen in diese ganze Hänger-Thematik, haben wir gesagt, ich mache den jetzt einfach 20 cm höher, dass wir mehr Platz nach oben haben zum Laden. Ja, und da habe ich alles abgeschraubt, neue Bretter drauf gemacht, noch ein bisschen geiler gemacht, habe jetzt am Samstag Vormittag in einer wunderschönen Farbe diesen Hänger lackiert. Und jetzt sind noch so ein paar Kleinigkeiten zu erledigen und die werde ich ja wahrscheinlich am Dienstag ist dann quasi der Stapellauf des Hängers, also relativ unspektakulär. Ich habe mich für die Band gekümmert und krumm gemacht und den Hänger renoviert. Aber man muss dazu sagen, er hat sich daraus auch einen Riesenspaß gemacht, denn er ist ja gerade dabei mit Tom, mit unserem gute Seelenmenschen der Band, neben unseren Merchern Sascha und Maren, den Hänger zu lackieren. Und wir haben gesagt, ja, schick mal Bilder. Hat er auch gemacht, aber in schwarz-weiß. Ja. Also wir haben nur durch, tatsächlich nur durch quasi feines Indizienlesen gesehen, dass der Hänger nicht schwarz ist. Weil Stucki hatte ein schwarzes T-Shirt an, das habe ich am Aufdruck erkannt, dass es schwarz ist. Und weil ich das T-Shirt kenne und der Hänger ist auf jeden Fall heller. Aber ja, was er für eine Farbe hat, Also ich hoffe wirklich, es ist jetzt pink geworden. Ich glaube nicht, dass es pink ist. Aber ich glaube, du hast dich nicht getraut. Pink. Ja, weil ich glaube, es ist enttäuschend, glaube ich. Meinst du? Ich befürchte. Es ist zu viel Trara, irgendwie, es ist zu aufgebauscht und die Pointe muss jetzt der Megahammer sein. Also wir haben uns dazu entschieden, euch da ein bisschen so auf die Schippe zu nehmen. Es kam keine richtige Äußerung von eurer Seite zur Farbe. Ole hat gesagt, nein, mir ist es egal. Philipp hat gesagt, ich hätte gern Karibikgrün. Findet er eine wunderschöne Farbe. Ja, war eine ganz klare Äußerung. Ja, habe ich ja auch so gesagt. Keine Äußerung kam von Oliver Pfleger. Richtig, ja, richtig. Ja, aber ist ja auch okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaue ich mal, was im Farbregal noch so rumsteht und punch einfach mal ein bisschen was zusammen. Also die Farbe gibt es tatsächlich in, so viel kann man verraten, kannst du nicht im Regal kaufen. Scheiße. Die ist jetzt angerührt. Ich habe noch Das ist jetzt eine andere Rest. Umschreibung für alles, was noch da war, in den Eimer geleert und draufgesprüht. Ja. Ja, quasi. Wir hatten früher einen Namen, den man heute nicht mehr nennen darf, aus politisch korrekten Gründen, für Getränke, die so entstanden sind, nämlich alle Reste einer Party zusammengerührt. Richtig, ja. Aber das hat auch jeder Freundeskreis bestimmt. Ja. Ja. Olli, was war bei dir so los? Ja, ich mache das mal ganz schnell in 30 Sekunden. Also ich spiele wirklich so viel Gitarre, wie ich noch nie gespielt habe, glaube ich, in meinem Leben. Und ich spiele auch irgendwie so die ganzen Lieblingssongs, die ich habe, nach. So, es gibt ja immer so viele Seiten, wo man die Akkorde nachlesen kann. Und es ist immer wieder interessant, wie einfach doch die ganzen Songs so von Blink-182 oder Sum 41 und so weiter sind. Das Problem ist nur, ich kann sie einfach nicht singen. Ja. Aber das macht ja nichts. Nee, vielleicht wirst du ja jetzt mal ein guter Gitarrist. Ja, und ich habe schon ganz viele Ideen, wie ich geile Songs klaue, um sie dann für AOP quasi neu zu verwerten und keiner merkt es. Ich kann dir was empfehlen. Ja. Den Bibi und Tina Soundtrack ab Teil 2. Okay. Da gibt es so viele Anlehnungen an große Rock- und Pop-Songs, da kannst du nicht glauben, wie schamlos da geklaut wurde auf legalem Weg. Ja, ist geil. Nee, aber das ist genau mein Ding. Also wenn mal das neue AOP-Album irgendwann in 2034 rauskommt, dann werdet ihr das nachempfinden können. Und Haus des Geldes hat wieder angefangen, die 4. Staffel. Da bin ich dran und das war meine Woche.
Okay, Olli. Sauber. Bist du bereit? I'm ready. Band of Love! Band of Hate! Ja, diese Woche muss ich ein bisschen aufholen und es wäre jetzt wirklich gemein und auch nicht zutreffend und auch mir persönlich würde es wehtun, jetzt hier Band of Hate zu sagen. Ich würde es eher sowas nennen wie Movement oder Development of Hate. Und zwar, vielleicht kann das jemand von euch kurz drauf eingehen, was das Problem ist bei unserer Car of Tolerance Playlist, wenn wir auf Tour sind und quasi Musik hören und jeder im Tourbus quasi Lieder reinmachen kann, die er gern hat. Was ist mein Problem dabei? Ah, Olli retzt unglaublich gern über Lieder, die ihm nicht gefallen und die anderen Leuten gefallen. Und es gibt bei unserem Car of Tolerance, es gibt ja die Playlist auf Spotify von 2019 zu 18, 19 und auch für dieses Jahr. Dieses Jahr wird sie relativ leer bleiben, weil wir nicht rumfahren können. Egal. Auf jeden Fall, es gibt eine goldene Regel, nämlich es darf niemand haten über einen Song, den ein anderer reingemacht hat. Und wenn jemand hatet, dann wird er von allen Autoinsassen maximal missbilligt. Richtig, verbal. Verbal. Ja. Und wie gesagt, ich habe zwar jetzt gleich zwei Beispiele, die meine Theorie so ein bisschen verfeinern, aber es geht vor allen Dingen, Philipp, du hast mich letzte Woche draufgebracht, als du über Heaven Shall Burn gesprochen hast und dann gesagt hast in dem Nebensatz, ja, du interessierst dich nicht so für deutsche Bands, die auf Englisch singen. Und ich möchte heute ein Hoch aussprechen auf alle Künstler, die schon immer deutschsprachige Musik gemacht haben. Und vor allen Dingen möchte ich diejenigen hochhalten, die auch nach wie vor deutschsprachige Musik machen. Und ich möchte ganz kurz mal Tokotronik zitieren. Die haben 1994 einen Song gemacht, in dem folgende Zeilen drin sind. Und zwar, über Sex kann man nur auf Englisch singen, allzu leicht kann es im Deutschen peinlich klingen. So. Und wer Deutsch sang, war uncool und mittlerweile hat sich das gedreht. Ja, also ich kann mich noch erinnern an unsere Anfangszeit, da wurden wir oftmals von Bookern, aber auch von anderen Bands schief angeschaut, die uns gesagt haben, sag mal, ihr singt auf Deutsch, warum singt ihr eigentlich auf Deutsch? Sagen wir, ja, das ist unsere Muttersprache, wir haben uns eigentlich nie drüber Gedanken gemacht, wir haben einfach immer, weil wir uns auf Deutsch am besten ausdrücken können und unsere Songs und auch die Texte uns wichtig sind und Englisch halt immer so ein bisschen wischiwaschi. Und um auf den Punkt zu kommen, ein kleines statistisches Element. Von den 25 erfolgreichsten Alben in Deutschland kamen zum Beispiel im Jahr 2019 tatsächlich 19 Stück aus Deutschland. Ja? Darunter Alben von Rammstein, Andrea Berg, Anne-Mai Kantereit und so weiter und so fort, ja? Die bis auf Sarah Connor immer schon Deutsch gesungen haben. Und jetzt kommt mein Punkt. Die Bands Do Nots und die Band Itchy singen mittlerweile auf Deutsch, haben aber schon immer auf Englisch gesungen. Und ich mag beide Bands tatsächlich. Und auch wenn wir jetzt einen kleinen Shitstorm riskieren, dessen bin ich mir bewusst, aber ich möchte das trotzdem kritisieren und sagen, warum singt ihr nicht weiter auf Englisch? Warum auf einmal auf Deutsch? So, das ist mein Punkt. Und bei den Do Nots hat es schon 2015 angefangen mit dem Album Carajo. Und 2018 mit Lauter als Bomben und Ingo Do Not hat gesagt, es war kein Kalkül, einfach nur Bock, habe ich jetzt aus dem Interview raus recherchiert und es war immer so der Respekt vor der Muttersprache da. Und jetzt muss ich aber Itchy, also ehemals Itchy Pupskid, wirklich dafür kritisieren, denn 2015 kam von Itchy Pupskid damals noch das Album Six raus und da stand im Pressetext Folgendes drin. Ein Album, das beweist, dass Rockmusik im Jahr 2015 immer noch relevant, erfrischend und auch mit englischen Texten am Puls der Zeit sein kann. Es gab immer wieder einige Leute, die auf uns zukamen und uns überzeugen wollten, Deutsch zu singen. Das würde sich für uns aber nicht mehr nach Itchy Pupskid nicht mehr natürlich anführen. Und da es im Moment ja eh jeder tut, machen wir es erst recht weiterhin nicht. So. Und jetzt gibt es auf einmal ein deutsches Album von Itchy. So, und jetzt möchte ich meine persönliche Meinung loswerden, und zwar finde ich das schon etwas kalkuliert. Und man kann in Interviews noch so oft sagen, dass das irgendwie, ja, also das war so ein bisschen die Luft raus oder irgendwie, es ist eine neue Herausforderung, wir haben uns neu erfunden. Nein, ich glaube, man hat gesehen, dass deutschsprachige Musik funktioniert und hat es dann auch gemacht, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber ich finde, man sollte dann auch dazu stehen und das dann auch so sagen. Oder was meint ihr? Ja. Ja, also für mich ist das auch ganz klares Marketing-Analyse, weiß ich nicht. Also ich sehe das auch so wie du, dass das sehr kalkuliert ist.
Und man muss dazu sagen, Platz 5 für Six damals, 2015 in den Charts. Und ja, als ob, jetzt neues Album von Itchy, Platz 19. Gut, aber das sagt ja gar nichts. Ja, weil du weißt jetzt ja, nur als kleine ja. Statistik, die ich jetzt für mich missbraucht habe. Ja, aber genau. Also trau keiner Statistik, die du nicht gefällt hast. Wir wissen ja nicht, gegen wen sie in den Wochen alles angetreten sind. Ja, aber genau, ich muss dazu sagen, mir gefällt das deutschsprachige Album von Itchy, aber ich kann deiner Argumentation natürlich komplett folgen. Also, ich freue mich. Also, ich habe ein bisschen Angst und ich freue mich aber auch auf den Mini-Shitstorm, den wir ernten werden, weil ehrlicherweise... So viele Leute hören uns ja noch nicht. Richtig. Das ist ein großer Shitstorm. Aber wie gesagt, man muss auch sagen, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Aber das liegt auch daran, dass sie eine riesen Reichweite haben. Aber die Do Nots haben ja tatsächlich auch mit ihrem deutschen Album am meisten Erfolg gehabt bisher. Also im Vergleich zu ihrer vorher englischsprachigen Karriere sozusagen. Ja, Und auch völlig zu Recht. Also und auch völlig zu Recht. Das sind wirklich gute Alben. Also richtig. Richtig, aber wie gesagt, das, so dieses kleine, wie sagt man bei uns, Geschmäckle, was bei mir bleibt, ist einfach so, und es ist vielleicht auch so ein bisschen der Stachel, der noch ein bisschen sitzt, dass man zu uns früher immer gesagt hat, ja, ey, also Englisch ist viel cooler, wenn ihr Englisch singen würdet, Leute, ja. Ey, dann werdet ihr aber schon sowas. Also das ist das Zweite, früher hat man gesagt, ey, ihr müsst nach Berlin ziehen, dann werdet ihr richtig reich und erfolgreich und sexy und singt Englisch. Dudes. Dann klappt es auch international. Genau. Aber warum beschränkt ihr euch auf DACH? Warum macht ihr das? Warum geht ihr nicht raus in die ganze große Welt? Ja, ja, na ja. Ja, gut. Also das ist eben dieses Geschwätz, was man oft hört, wenn man schon lange Musik macht. Und also ich kann das unterschreiben. Und Olli, ich gebe dir absolut recht, der Stachel, natürlich, das muss man auch selbstkritisch ganz klar sehen, der Stachel sitzt super tief, dass natürlich wir schon immer deutsche Musik machen, und wir natürlich nicht so erfolgreich sind wie die zwei genannten Bands. Genau, und die zwei genannten Bands haben immer englische Musik gemacht und haben uns zum Teil auch in Person dann gefragt, warum macht ihr das so? Und und jetzt machen die deutsche Musik und sind erfolgreicher denn je. Also man kann nur gratulieren, guter richtig. Move, aber das Geschmäckle ist da. Ende. Und das soll auch genauso rüberkommen. Aber ich möchte noch, also in die Playlist kommt auf jeden Fall von Itchy Meine Fresse, weil das ist ein Mega-Riff. Also wirklich absoluter Hammer. Gefällt mir richtig gut. Und von Do Nots haben wir dann auch noch zwei Songs rein. Schaut in die Playlist rein. Also wie gesagt, ein kleines Geschmäckle bleibt, so wie du es gesagt hast, Philipp. Aber auch aufgrund dessen, dass wir schon immer Deutsch singen. Der AOP Business Talk. Heute möchten wir auf einen Fehler eingehen, den wir in unserem Leben gemacht haben. Und zwar sind wir da ganz in unserer Historie schon kurz drauf eingegangen. Wir hatten zum Zeitpunkt unseres Höhepunktes unserer Karriere, also ich hoffe ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hoffe ja immer noch, dass der noch kommt. Ne? Aber also in unserer bisherigen Karriere der Höhepunkt. Also auf jeden Fall muss es passieren, solange Stucki lebt, weil er ist ja unser letzter Schlagzeuger. Das stimmt. Also, ja. Also Stucki, pass auf dich auf, bitte. Pass bitte gut auf dich auf. Ja. Also, das könnte so ein kleiner Running Gag werden. Ey. Was glaubt ihr denn, warum wir diese ganze Scheiße mit dem Podcast und so machen? Ach so, natürlich. Du meinst, wir wollen damit auch noch Erfolg haben. Achso, wollen wir jetzt den Masterplan auch verraten? Ist das Kalkül? Nein, den Masterplan verraten wir nicht. Nein, natürlich nicht. Ja, ich halte es da wie Pinky im Brain. Egal. Es ist bei uns damals was passiert. Wir haben das erste Album rausgebracht und das erste Album war natürlich kommerziell sehr unerfolgreich, weil wir keinerlei Strukturen hatten. Wir haben das erste Album Dein Radio selber produziert, alles selber finanziert. Wir haben das selber rausgebracht, selber gepresst und aber nie in irgendeiner Form über irgendeine Struktur verkauft. So, war natürlich rückblickend betrachtet, gab es da einen Fehler, nämlich wir waren bei dieser Coca-Cola Soundwave Discovery Tour, um den Namen einmal ganz auszusprechen. Wir haben schon gemerkt, da passiert was und das ist cool und wir haben trotzdem das Album zum Beginn dieser Aktion rausgebracht. Das war im Nachhinein, wenn ich das ganze Bandleben Revue passieren lasse, der größte Fehler. Aber es war damals halt okay. Wir haben das im Mai rausgebracht, wir haben im Oktober, am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit am Brandenburger Tor gespielt. Natürlich wäre es viel cleverer gewesen, das Album Mitte Oktober auf den Markt zu bringen. Richtig, nachdem uns unglaublich viele Leute gekannt haben und dann schon mit richtig Struktur. Weil du schreibst ja auch nicht in dieser kurzen Zeit und während du vor allem lauter diesen riesen Wettbewerb spielst, schreibst du ja nicht ein neues Album und nimmst es auf. Und also zumindest wir nicht. Wir sind halt nicht so die kreativen Monster-Output-Maschinen. Wir brauchen immer ein bisschen Zeit. Ja,
Also, das war der größte Fehler. Und anschließend haben wir das zweite Album aufgenommen, Deutschpunk.com. Olli hat schon gesagt, im Horus-Studio in Hannover. Das war wirklich eine unglaublich gute Zeit, weil da haben wir uns das erste und einzige Mal in unserem Bandleben angefühlt wie Rockstars. Wir haben da in der Bandwohnung übernachtet. Boah, wir haben, das war geil. Das war wirklich geil. Wirklich? Irgendwie, haben andere geile Bands gespielt. Das Studio hat irgendwie dem Gitarristen, glaube ich, von Guano Apes zum Teil gehört und so. Ah, das war schon Frank Bonnemann, der damalige, der Erfinder, nein, nicht der Erfinder, der Gründer des Studios, war so ein Prog-Rock-Urgestein. Also das war irgendwie alles voll geil. Ja, wir haben halt einfach uns gefühlt wie professionelle Musiker. Wir haben da gelebt und haben quasi sind morgens aufgestanden, sind ins Studio, sind Mittagessen gegangen, sind ins Studio, waren abends in der Bandwohnung und waren am nächsten Morgen wieder im Studio. Ja, genau. Also das war wirklich großartig und das Ergebnis ist auch großartig geworden, was wir da produziert haben. Und wir sind damals über diverse Kontakte eben mit Tonpool in Kontakt gekommen. Tonpool ist ein großer, also der größte, ich glaube, tatsächlich der größte unabhängige Musikvertrieb, also der nicht zu einem Major-Label gehört, Deutschlands. Kurt Erping ist da der Gründer und Chef und ein Riesentyp. Und wir hatten zu denen damals durch eine glückliche Fügung einen guten Kontakt und haben dann damals einen Deal mit denen gemacht. Und das kann man ja auch ganz transparent kommunizieren. Es gibt da zwei Wege als Musiker. Es gibt den Weg, also als unbekannter Musiker. Es gibt bestimmt noch viele Wege zwischendrin, aber zu der damaligen Zeit ohne 360-Grad-Vermarktung, weil man ja heutzutage mit Plattenverkäufen keine Musik mehr verdienen und so durch Spotify. Also man muss, genau, das muss man dazu sagen, damals war noch die Zeit, wo Leute CDs gekauft haben und wo das Online-Streaming fast nicht existent. Also das hat gerade angefangen. Ja, damals hat man mit Napster noch Raubkopien runtergeladen. Ne? Ja, richtig. Ja. So, es gibt da zwei Wege. Es gibt zum einen nämlich einfach diesen Label-Deal. Das heißt, es gibt ein Label wie Universal und die glauben, oder natürlich gibt es auch viele kleine, die glauben an einen, zahlen einem einen wahnsinnigen Vorschuss und man hat dann die Kohle, um ein Album zu produzieren und vermarkten das Album dann dementsprechend und mit Single-Auskopplung und so weiter und Videoproduktion und so weiter und so fort. Die tragen einen ganz großen Teil des Risikos. Ja, und dementsprechend kriegt man als Musiker relativ wenig, ich kann auch gleich die Verteilung nochmal sagen, relativ wenig vom Kuchen ab, wenn es dann knappt, wenn es knallt. Ja, ne? Und es gibt ja ganz, wenn ihr Bandbiografien lest, dann ist oftmals so die Sache, ja, dann haben wir für das Album XY den fetten Vorschuss kassiert und dann sind wir erstmal fett in Urlaub gegangen und dann sind wir irgendwie ein bisschen, haben wir mal angefangen, Songs zu schreiben und dann irgendwann waren wir mal im Studio und dann hat die Plattenfirma mal gefragt, ja, wie sieht es denn eigentlich aus von diesen $300,000, ist da noch was übrig? So, ne? So, also, das ist der eine Weg. Ja. Das ist natürlich der Weg, der super geil ist. Das war leider nicht unser Weg. Das war nicht unser Weg, ja. Wir waren auch im Urlaub in Castrop Rauxel auf dem Campingplatz. Unser Weg war der, wobei man muss ja auch mal sagen, Chance und Risiko, ja. Unser Weg war der eines sogenannten Vertriebsdeals. Das heißt, wir haben unser eigenes Label gegründet und wir haben nur noch jemand gebraucht, der die Infrastruktur hat, unsere CDs in die Läden zu stellen. Und genau das ist das, was Tonpool macht und das machen die auch richtig gut. Die haben Kontakte in alle Läden und wahrscheinlich mittlerweile noch viel mehr. Ich kenne mich da nicht mehr aus, das ist schon zu lang her. Im Endeffekt sieht es so aus, man hat dann halt eine große Chance, ja, weil wir haben alles selber finanziert. Wir haben die Albumproduktion selber finanziert, wir haben Videoproduktion selber finanziert und es ging nur noch darum, das Album in den Laden zu stellen. Das heißt natürlich, der Vertrieb hat da ein relativ kleines Risiko, weil die stellen das Ding raus, zahlen die Pressungen, stellen es raus und das war es im Grunde genommen. Und wenn es dann abgeht, dann ist cool. Dann bekommen wir hätten wir nämlich tatsächlich, und das ist der ganz maßgebliche Unterschied zwischen einem Label und einem Vertriebsdeal. Label-Deal, also natürlich alles frei verhandelbar, aber jetzt mal so ganz so fürs Schulbuch. Nach Adam Riesling jetzt. Ja, fürs Schulbuch. Label-Deal, 80% des Gewinns geht an die Plattenfirma, an das Label, 20% geht an die Band. Vertriebsdeal, was wir gemacht haben. Wenn man 1 Million Platten verkauft, geil für alle. Super geil. Ne? Machen alle machen schöne Flasche Shampoos auf und feiern schön. Ne? Bei einem Vertriebsdeal ist genau andersrum, weil ja natürlich das Label, also wir selber als Band, das eigene Label, das ganze Risiko trägt, das finanzielle, Produktion und so weiter und so fort, haben wir auch die größere Chance. Das heißt, wenn es knallt, wir kriegen 80% des Gewinns und der Vertrieb kriegt 20% des Gewinns. So,
Also soweit so wenn gut. Wenn man 1 Million Platten verkauft, richtig für uns geil. Mega geil. Mega geil. Also ja, Shampoos und Jamaika und nie wieder gesehen. Ja, und für den Vertrieb auch immer noch geil. Ja. So, jetzt gibt es aber halt natürlich ein Problem, nämlich das ist, wenn die Plattenfirma 3000 Platten der Vertrieb 3000 Platten in die Regale Deutschlands stellt, in alle Saturns und Mediamarkts und alle, wie sie so heißen, und man verkauft diese Platten nicht. Ja, also man schön. Muss sich das, ja, um das, also das funktioniert nicht so, ja. Ja, man muss sich das vorstellen, man geht dann tatsächlich am Release Day in den Mediamarkt und nicht nur in den einen Mediamarkt in Heilbronn, sondern in verschiedene und überall steht schön bei Neuheiten, so wie man es kennt damals noch als CD-Käufer, steht deine Platte in ganz Deutschland. So. Ja, richtig geil. Riesengefühl. Wir und gefühlt wie der Rockstar. Ne? So. Aber. Jetzt ist es geil, weil du hast ja 3000 Platten gepresst und verkauft, weil die Läden kaufen dem Vertrieb die Platten ab. So. Ist cool. Dann kriegst du 11.000, also in unserem Fall 11.000 Euro überwiesen. Das war fett, weil das hat fast unsere Kosten schon wieder gedeckt von dem ganzen Produktionszeug und irgendwie uns ein bisschen Wind gegeben, auch für die nächste Videoproduktion. Videos waren damals halt auch noch extrem wichtig und extrem teuer. Und dann geht ein halbes Jahr ins Land und du chartest nicht, so wie das bei uns der Fall war. Ne? Also wir sind nicht gechartet, wir hatten ja halt sehr wenig Verkäufe und dann kamen auf einmal die Läden und haben gesagt, hey Tonpool, ihr habt uns da doch diese Platte, also man muss nämlich wirklich sagen, das funktioniert genauso. Tonpool oder jede große Vertriebsfirma hat Zugriff auf die Bestellsysteme und kann einfach sagen, ey, ihr bestellt jetzt 20 der Alben der Band Andy Olle Philipp mit dem Album deutschpunk.com, hier ist der EIN-Code, ihr bestellt es jetzt. Und dann wird die Bestellung automatisch ausgelöst und die CDs werden rausgeschickt. Ne? Also da sitzt kein Einkäufer und sagt, ich will dieses Album haben und ich will dieses Album haben. Das machen die Vertriebsfirmen selber. So, und deswegen passiert dann halt Folgendes, nämlich du verkaufst unter Umständen diese Alben nicht und oder diese CDs oder LPs oder was auch immer. Und dann sagt der Mediamarkt irgendwann so, ey, sag mal, da steht seit Wochen, stehen da so 20 Alben irgendwie in diesem Regal drin und die verkaufen sich einfach nicht. Ja, das ist blöd. Wir möchten die euch jetzt gerne zurückgeben. Ja. Und das, wenn es 20 sind, ist es nicht so schlimm, aber wenn es halt 20 mal alle Mediamärkte und Saturns in Deutschland sind, dann ist es richtig blöd. Und dann kommt das, was uns damals das Genick gebrochen hat. Also wir haben die 11.000 Euro schon gehabt, haben die natürlich ausgegeben, weil wir mussten ja neue Sachen machen, irgendwie Merch und keine Ahnung was produzieren und Video. So. Dann sagt Turnpool, übrigens, das Media Saturn hat jetzt 2.400 Alben retourniert oder ist gerade am Retournieren. Wir stellen euch jetzt dann wieder das in Rechnung, dass ihr uns das Geld zurückerstattet. Und wir sagen, oh scheiße, okay, das ist aber blöd. Ach, und übrigens, natürlich, man liest ja dann, wenn man so im Highest High ist der Karriere, dann liest man Verträge vielleicht auch nicht richtig genug. Oder der Manager, dessen eigentliche Aufgabe das sein sollte, überträgt die Aufgabe an den Bassisten, mich, die Verträge anständig zu checken. Und dann überliest man dann auch gerne mal so einen Paragraph, wo dann drin steht, dass für ein retourniertes Album 50 Cent Retourenpauschale berechnet werden. Weil klar, ich meine, das Zeug muss irgendwie wieder zurückkommen, dann muss es jemand in die Hand nehmen, dann muss man sagen, so. Also mussten wir im Endeffekt diese Alben zurückerstatten, plus 50 Cent pro Album Retourenpauschale. Was dann darin geendet hat, dass wir lässige 11.000 Euro Schulden auf einmal hatten. Ne? Also, okay, highest high, lowest low. Und keinen Schlagzeuger mehr. Und keinen Schlagzeuger mehr. Ja. So. Das muss man dazu sagen. Also, wer vorhin bei AOP History aufgepasst hat, es war genau die Zeit 2011, Millencolin-Tour, Album kommt raus, Album verkauft sich dann nicht so gut und Schlagzeuger steigt aus und dann geht's ab. Also es war das Album deutschpunk.com. Genau. Also summarum, wenn ihr euch 100% sicher seid, dass eure Karriere maximal durch die Decke gehen werdet, macht Vertriebsdeals, weil dann habt ihr hohes Risiko, aber dadurch auch große Chance. Wenn ihr euch nicht so sicher seid, wartet noch ein bisschen, klopft bei ein paar kleinen Labels an, vielleicht auch großen, und nehmt den Vertriebsdeal und kriegt nicht irgendwie das, was wir damals bekommen haben, nämlich so ein bisschen den Höhenflug und diese Dollarzeichen in den Augen und denkt, oh fuck ey, wenn wir von dem Album 10.000 Stück verkaufen,
das wird ja der Wahnsinn. Wisst ihr, wie viel wir da verdienen? Nee, weil wahrscheinlich verdient ihr es nicht. Nehmt den Label-Deal, außer ihr seid schon groß, so wie Nena. Dann macht den Vertriebsdeal. Ja, mach den Vertriebsdeal. Also, Nena, also, du weißt ja, du hast die Firma ja mitgegründet. Nena, du musst den Vertriebsdeal machen. Ganz genau, vollkommen richtig. So, ja. Also vielen Dank, Philipp, für die Ausführung. Das, ich denke, das war wirklich jetzt für Leute, die sich damit nicht auskennen, verständlich. Also auch für mich. Also mir wurde früher immer erklärt, dass ein Label quasi wie eine Bank fungiert. Das gibt dir quasi einen Kredit. Ja, ja, genau. Das ist der Vorschuss. Und das war unser. Genau. Und genau. Ja. Und wir, also bei uns war das anders. Wir haben die Platten wirklich verkauft und haben deswegen dann das Geld bekommen. Nur haben wir nicht gewusst, dass es ein Rückgaberecht gibt. Und wir haben nicht gewusst, dass wir sie quasi zweimal verkaufen müssen. Also einmal an den Mediamarkt und dann noch an den Verkäufer, an den Käufer. Ja, genau. Ja. Das war ein bisschen dumm. Und was haben wir im Moment für einen Deal? Im Moment verkaufen wir rein digital. Also wir haben gerade wirklich, wir sehen ja Spotify, also im Gegensatz zu großen Künstlern, die wirklich mit Plattenverkäufen in der Vergangenheit wahnsinnig viel Geld verdient haben und für die deswegen Streaming-Dienste ein großer Verlust sind, ist ja für uns Streaming der größte Gewinn der letzten Jahre, weil wir tatsächlich ja mal Geld verdienen, ohne großes Risiko. Aber das wäre jetzt wieder vorgegriffen auf eine der nächsten Folgen. Genau, und vielleicht ganz kurz, weil wir das, weil wir da noch ganz kurz drüber reden wollten. Also vielen Dank nochmal. Wir haben das in der letzten Folge schon gesagt, aber vielen Dank an alle nochmal da draußen, die uns online hören, die uns streamen. Wir haben tatsächlich seit der Quarantäne, die jetzt ja irgendwie in der fünften Woche sich befindet, haben wir über 5000 Hörer mehr bei Spotify. Und das hört sich jetzt vielleicht für die Band Itchy. Ja, Itchy oder auch für die Donuts an, wie so, ah ja Gott, schlechter Monat. Aber für uns ist es mega geil und vielen Dank an alle da draußen. Also wir sind jetzt bei über 24.000 monatliche Hörer und das ist für uns richtig geil. Vielen Dank. Ja. Stucki, bist du bereit? Ich bin bereit. Kreuzverhör, die Schnellfragerunde. 10 Fragen in 100 Sekunden. So, die 100 Sekunden laufen. Ich habe heute das große Vergnügen, den Philipp zu befragen. Und es geht los. Hattest du schon mal einen peinlichen Sexunfall? Nein. Was ist deine Lieblingseissorte? Wie heißen diese geilen Dinger von Ferrero? Rocher. Wenn du nicht Bass spielen würdest, was würdest du dann spielen? Maultrommel. Mit dieser Musikrichtung kommst du gar nicht klar. Gibt's nicht weiter. Ich höre alles. Was ist das Schlimmste, was dir bei einem Konzert mal passiert ist? Als unser alter Schlagzeuger scheißen gehen musste, während wir die Zugabe gespielt haben. Okay, ja, ist gut. Was würdest du als erstes tun, wenn du ein Rockstar wärst? Mein Haus abbezahlen. Mit welchem Star möchtest du nie im Leben feiern? Xavier Naidoo, der blöde... Was darf auf einer Tour niemals fehlen? Olli und Stucki. Oh, das ist Achtung, bist du Klopapierknüller oder Falter? Falter. Warum bist du nicht Bundeskanzler? Ich wollte gerade sagen, das frage ich mich auch manchmal, aber ich frage es mich nicht, weil in unserer Quarantänezeit macht, finde ich, unsere Regierung einen guten Job. Und ich würde ihn wahrscheinlich nicht so gut machen, deswegen. Und weil ich mich nicht verbiegen will, so richtig. Vielen Dank, Philipp. Dankeschön, das war lustig. Ja, das war wirklich. Das war schön, so, ja. Stucki, du hast heute das große Glück, dass du bist zweimal hintereinander dran heute und ich habe ein neues Jingle für eine neue Kategorie übrigens. Ja, ja. Achtung. Da ist mal wieder was in Stuckis Kruschelkiste. So, Stucki. Sehr gut. Ah, schön. Sehr guter Jingle. Ja, wir fahren ja immer gemeinsam, wir haben es vorher auch schon mal angesprochen, auf Tour. Es wäre ja blöd, wenn wir alleine fahren würden.
Wobei, ich fände es einfach mal geil, wenn wir, so wie die Stones, einfach jeder im Privatjet von Heilbronn nach München fliegen würden oder so. Von Heilbronn nach Untereisesheim. Ja, genau. Dann aber vielleicht doch mit einem Label-Deal, dass die das uns vorstrecken. Das wäre ja, okay, ja, gut. Für die Platte wählen wir dann kurz mal ein Label-Deal. Darf ich vielleicht ganz kurz diese zwei Sätze sagen, weil ich das so toll finde und ich freue mich auch jedes Mal, ich kriege immer Gänsehaut, wenn das dann im Auto passiert. Darf ich es vielleicht? Bitte, darf ich? Ja, für doch den Duo, ja, die bitte, bitte. Rein. Also, ja, genau, also... wir haben es vorhin schon angerissen, wenn wir auf Tour sind, haben wir immer, dann hören wir viel Musik und es geht immer reihum, Mercher, Groupies, die wir keine haben, Frauen, also unsere Frauen und Bandmitglieder dürfen Lieder raussuchen und in Playlists reinmachen. Und es ist immer so, es kommt richtig gute Musik, wir feiern es richtig ab, wir haben Spaß, manchmal haben wir auch verschiedene Kategorien oder Überschriften, also irgendwie... Traurige Lieder. Ja, einmal haben wir zwei Runden lang traurige Songs gemacht, dann wollten wir uns alle die Pulsadern aufschneiden und die Band auflösen und wieder heimfahren. Das war nix, aber gut. Und dann ist es immer so, irgendwann kommt der Stucki an die Reihe und er hat ja auch mal so ein paar lichte Momente, wo man sagen muss, ja, klasse. Aber dann kommt so ein Lied vom Stucki, wo wir dann alle erstmal so, ihr kennt es so, im Auto wird geredet, boah, ja, geiler Song und bla bla bla. Und dann kommt so ein da, 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 da. Und dann kommt irgendwie so ein Song vom Stucki, den erstens keiner kennt, den der Stucki wild abfeiert, der dann meistens ein grobes Foul ist, weil die Songs 12 Minuten lang geht. Die Songs dürfen nicht länger als 5-6 Minuten gehen und Stucki-Songs gehen meistens so im Schnitt dann 14 Minuten, weil es die dritte Partitur in F-Moll von den Zillertaler Wolkenkratzern ist in der Violinausgabe. So. Den der Stucki in einer... Den der Stucki dann in einer seiner vorigen Leben in einer Band am Tambourin nachgespielt hat. So, genau. Und diese Rubrik handelt davon. So, okay. Genau. Und das alles hat den Anlass zu Stuckis Kruschelkiste gegeben. Und heute habe ich tatsächlich keinen Zillertaler Wolkenkratzer. Sondern es ist tatsächlich eine Stromgitarrenband und die Band hatte ich auch das eine oder andere Mal schon mal in einer Playlist drin, allerdings mit einem anderen Song. Und den habt ihr tatsächlich auch für gut empfunden. Es war auch kein grobes Foul. Die Band begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ist eine Band aus UK, die es jetzt seit 2014 aber auch schon nicht mehr gibt. Die Band heißt Lost Alone. Und da habe ich mir den Song rausgesucht, Music and Warm Bodies. Es ist auch eine Drei-Mann-Band. Kennt ihr Lost Alone? Noch nie gehört. Also ich muss auch die Playlist mal durchsuchen, glaube ich. Wahrscheinlich war der noch nie. Erzählt uns wieder irgendwas. Also ja, Lost Alone, Music and Warm Bodies wird in der Playlist zu finden sein. Zieht's euch rein. Sehr geile Drei-Mann-Rockband. Schade, dass es sie nicht mehr gibt. Man muss sich ein bisschen warm hören mit dieser Musik. Also ich kann mir schon Ollis Reaktion auf den Song vorstellen. Die wird ungefähr so sein. Nein, nein, nein! Ja. Aber also, ich bin super gespannt drauf. Ja. Also... Philipp hatte einen Song schon mal für sehr gut empfunden, dieser Band. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Song. Ole ist immer so ein, ja, es ist für mich ein Fragezeichen, wie er reagieren wird. Ja, aber man muss auch jetzt mal, um jetzt mal wirklich alle Nettigkeiten abzulegen, man muss auch sagen, dass wenn du so Songs spielst, dann sind die zu 90% einfach richtig scheiße. Ja, gut, also ja, da sieht man mal wieder, genau so läuft es auch ab, wenn wir auf Tour sind. Ja, ungefähr und so. Und zwar genau. Wenn ich diese Scheiße hier nochmal hören muss, dann ist aber was los. Ja. Ja. Ich freue mich total auf die Rubrik. Ich gebe mir sehr viel Mühe, dich doch irgendwann mal hinter dem Ofen vorzulocken und dir mal einen Ohrenschmaus zu präsentieren, wo auch den Oliver Pfleger erquickt. Ich habe ja aber auch die Größe, ich werde mir da natürlich die Playlist wieder reinziehen, nachdem der neue Podcast erschienen ist. Und wenn es mir tatsächlich gefällt, dann bin ich natürlich der Erste, der sich persönlich
also über Videochat nach wie vor in der Quarantäne, persönlich bei dir entschuldigt. Und ich werde es dann auch in der nächsten Folge tatsächlich auch euch mitteilen, ob mir dieser Song gefallen hat. Und wenn ihr die Playlist hört, vielleicht auch Rückmeldungen bitte, weil wir müssen ja auch so ein bisschen Feeling dafür bekommen, ob Stucki mit seiner Gruschelkiste falsch liegt. oder nee, ob er richtig liegt. Oder auf jeden Fall die schwäbischste Kategorie, die wir haben. Ja, ob er richtig liegt oder, wie ich denke, zu 90% einfach falsch liegt. Ja. Ja. Und ich möchte auch noch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, unsere Playlist, die Punkrock-Polizei auf Spotify einfach in die Suche eingeben und der Playlist folgen, dann verpasst ihr weder eine Folge des Podcasts noch die Songs, die wir darin erwähnen. Und hiermit kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Achtung, Achtung, hier spricht die Punkrock-Polizei. Bitte beachten Sie den folgenden Hinweis des Ministeriums für Punk. Ja, heute stelle ich was vor. Und zwar letzte Woche hat ja der Olli die Aktion von unserem Freund Manuel vorgestellt und das ist sehr gut angekommen. Es haben auch einige Leute an die PayPal-Adresse gespendet. Ich beschäftige mich heute, ich habe darüber witzigerweise in einem Podcast gehört, nämlich Henning May von Anne May Kantereit war bei Paulina Rodzinski im Podcast zu Gast. Nein, wirklich? Boah, tatsächlich. Henning! Ja, und der hat, der nutzt seine Reichweite, die er hat, das ist ja eine sehr große Reichweite, sehr schön für die Aktion Leave No One Behind. Und da geht es im Endeffekt darum, das ist ein Hashtag, ein trending Hashtag auf Instagram, Leave No One Behind. Es spricht ein bisschen die Problematik an, dass jetzt in Zeiten der Corona-Krise viele Leute auf der Strecke bleiben, nämlich ich muss ganz kurz lachen, Entschuldigung, meine Bandkollegen sind manchmal richtige Arschlöcher. Bei so einem wichtigen Thema, Massen zu schneiden. Also, Entschuldigung. Es geht im Grunde genommen darum, es gibt Leute, die auf der Strecke bleiben momentan. Ne? Wir reden ständig über die Leute, die daheim bleiben müssen, über die Leute, die arbeiten müssen aufgrund der gefährlichen Situation oder auch trotz der gefährlichen Situation, Kassierer, Kassiererinnen, Krankenpflegerinnen und so weiter und so fort, Krankenschwestern. Krankenpfleger. Muss ich eigentlich genderneutral sein? Ist scheißegal, nee, oder? Also es weiß jeder, wir meinen immer alle. Egal, ob M, W oder D. Und es bleiben aber Leute auf der Strecke, wie zum Beispiel Obdachlose, die sich der Manuel netterweise bei uns jetzt in Heilbronn so schön kümmert, unter anderem. Es gibt bestimmt noch andere Leute, die das noch machen. Und es gibt aber auch Leute, denen geht es tatsächlich, man mag es kaum glauben, noch beschissener als den Obdachlosen, die in Heilbronn auf der Straße leben. Und das sind nämlich Flüchtende, die an den Außengrenzen der EU momentan festhängen und die EU hat quasi es geschafft, in den letzten Wochen den Asylstatus de facto abzuschaffen. Also irgendwie, es kommt keiner mehr rein. Länder erklären sich bereit, da auch da wieder einen wirklich, muss ich sagen, ein Hoch an die deutsche Regierung, die irgendwie hier Solidarität zeigt und Leute aufnehmen will, aber damit leider in der EU momentan so gut wie allein auf weiter Flur steht. Und dieser Hashtag und diese Aktion dahinter weist im Endeffekt darauf hin, dass es da noch Menschen gibt, die wir nicht vergessen dürfen. Deswegen leave no one behind, also lasst niemand zurück, denen es unglaublich schlecht geht. Und momentan passiert genau das, was nicht hätte passieren dürfen, nämlich dass in diesen Lagern, die sowieso schon menschenunwürdig sind, wo es für 6.000 Leute ein Weinwaschbecken gibt, jetzt natürlich auch, war ja klar, war eine Frage der Zeit, der Coronavirus ausbricht und es wird dort absolut prekäre Zustände geben. Und jetzt gab es die Idee von Künstlern, die sagen, sie können ja eigentlich sonst nichts machen. Und so geht es uns ja auch ein Stück weit. Also wir können natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit machen und das können eben größere Künstler wie Henning May noch besser, weil sie einfach viel mehr Reichweite haben als wir. Wir benutzen jetzt diesen Hashtag Leave No One Behind, um aufmerksam zu machen auf diese Problematik und auf dieses, nice, cool. auf dieses furchtbare Schicksal der Menschen, die sehr dort gut, festhängen, ja. auf die geschossen wird. Ist ja wirklich unfassbar, was 2020 noch passiert in Europa. Und im Rahmen dieses Hashtags wird quasi aufgefordert, mit kreativen Aktionen irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, aber auch Spenden zu generieren. Und da gibt es eine Aktion, die uns eine gute Freundin heute noch per WhatsApp geschickt hat, nämlich auf Start Next. Das ist die Plattform, auf der wir auch damals selber unser Crowdfunding durchgeführt haben. Gibt es
momentan eine Aktion. Ich diktiere mal ganz kurz die URL, die ihr dann aber auch in unserem Newsletter und in der Episodenbeschreibung findet. startnext.com/antifanten. Na, das passt natürlich gut zu uns, ja, die Antifanten. Die machen Folgendes, die verkaufen wirklich sehr stylische T-Shirts zum Thema Leave No One Behind und irgendwie Grenzen öffnen, die man tragen kann im Alltag, weil oft ist ja sowas so plakativ und hässlich und das ist aber nicht plakativ und hässlich. Die T-Shirts sind relativ teuer, mit 29€, sind aber fair produziert und sehen gut aus und der Erlös wird eben an Organisationen gespendet, beziehungsweise in dieses nicht organisierte Leave No One Behind investiert, um die Leute vor Ort dann zum Beispiel auf Lesbos zu unterstützen. Und das ist eine Aktion, die finden wir sehr unterstützenswert. Und deswegen, ja, hier nochmal folgt auf Instagram und auf allen weiteren Plattformen dem Hashtag Leave No One Behind. Alles in einem Wort, Hashtag Leave No One Behind. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann geht auf startnext.com/antifanten, kauft euch da ein T-Shirt. Der Erlös geht an die richtigen Leute, wie wir finden. Und es gibt da aber auch noch viele andere Aktionen. Das ist jetzt einfach exemplarisch. Die Antifanten exemplarisch eine Aktion im Rahmen dieser Aktion. So. Sehr gut. Dank, Philipp. Danke. Sehr gut. Vielen Dank. Ende der Durchsage. Auch da nochmal der kurze Hinweis an euch Hörer da draußen. Wenn euch was einfällt, wenn euch was auf dem Herzen brennt, wo ihr sagt, Mensch, es muss ich denn drei Dudes von AOP sagen, dass die ihre geringe Reichweite auch ein bisschen benutze. Da geht es ganz nach dem Prinzip, Kleinvieh macht auch ein bisschen Mist. Schickt es uns rein. Wir schauen uns das alles an und nehmen die geeigneten Aktionen, wo wir auch dann mit dahinter stehen können, in den Podcast auf und werden die Podcast-Plattform da nutzen, um einfach auch andere noch zu unterstützen. Ja. Sehr schön zusammengefasst nochmal. Kommen wir zu unserer letzten festen Rubrik für heute. Und die lautet so. Drei Experten, drei Songs. Oh, ja. Oh, sehr gut. Sehr ich würde sagen, Stucki, Olli, Philipp. NoFX 72 Hookers. Ja! Geil. Parkway Drive, Pray. 5 Sterne Deluxe, dein Herz schlägt schneller. Oh, sehr gut. Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer ersten echten Folge. Das letzte war ja die 0. Folge, der Pilot. Ja. Am Ende der ersten Folge angekommen. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen, was passiert denn so bei euch privat in den nächsten 2 Wochen? Habt ihr viel vor? Fahrt ihr in Urlaub? Geht ihr auf Festivals? Ja, also ich habe vielleicht 2-3 Sätze dazu sagen. Ich bin ja Lehrer, wie der eine oder andere weiß. Und ich bin gerade wirklich so ein bisschen in der eher angespannten Situation, dass ich nicht weiß, ich meine, jeder weiß nicht, wie es weitergeht, ist klar. Aber bei uns wird ja dann, oder in Deutschland wird es nächste Woche treffen sich erstmal die ganzen Ministerpräsidenten samt Kanzlerin und so weiter und beraten darüber, ob und wann die Schulen tatsächlich wieder aufmachen. Und es gibt ja ungefähr 1.000.000 Meinungen dazu. Und ich bin einfach nur gespannt, was jetzt passiert, ob die Schulen aufmachen, wie sie aufmachen, mit wem sie aufmachen, ob ich wieder muss, darf, kann. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ansonsten spiele ich weiterhin viel Gitarre und werde noch tatsächlich, und das sage ich jetzt hier in aller Öffentlichkeit, meinen Keller Vorraum. Vorraum. Keller Vorraum, weil wer sich daran erinnert, ich glaube, ich habe es entweder ich weiß nicht mehr genau, in der Podcast-Folge oder bei Facebook Live gesagt, dass ich auf jeden Fall den Keller aufräumen werde. Ich schaffe es nicht. Wir brauchen nochmal wenigstens 4 Wochen Quarantäne, damit das funktioniert. Als kleiner Tipp, ja. Du musst einfach anfangen. Richtig. Deswegen habe ich mir jetzt selber diesen Druck auferlegt mit dem Keller Vorraum. Was mein Stichwort ist für den Philipp, der eigentlich die neue Homepage machen wollte. Ja, aber der Philipp ist ja klug und schaut dann auch nochmal in die Kündigungsbestätigung unseres alten Hosting-Betreibers rein und hat festgestellt, bis zum 28.04. Ist noch Zeit.
Aber tatsächlich, ich muss ganz kurz ein bisschen was sagen. Ich habe hier eine Liste hängen mit 6 To-Dos, die ich während der Quarantäne, also ich habe ja eine Corona-Liste hängen. Und da steht unter anderem so spannende Sachen drauf wie AOP-Steuer, Haus aufgeräumt und sowas, ja. Ich habe es tatsächlich jetzt hingekriegt, von 6 Sachen bis jetzt 1 abzuhaken. Und ich werde nächste Woche 2 weitere Sachen davon abhaken und 1 davon, ah nee, das, nee, ich werde 1 davon abhaken, ich muss ja realistisch bleiben. Also ich werde nächste Woche ein To-Do davon abhaken, das ist was Berufliches. Und die Woche drauf, aber wir haben ja in 2 Wochen erst den nächsten Podcast, werde ich die AOP-Website fertig haben. Yeah! Über Design wird natürlich nicht diskutiert, Männer, das ist ja klar. Nee, das ist wie mit dem Hänger. Ja, genau. Bitte schick nur Schwarz-Weiß-Screenshots. Bitte. Ja, das ist scheiße bei einer Schwarz-Weiß-Website. Ja, so. Ja, ansonsten steht bei mir das Gleiche. Bei mir ist die ähnliche Situation wie beim Olli. Meine Frau ist Lehrerin und wir sind extrem gespannt, was am Mittwoch da besprochen und entschieden wird, weil das wird relativ viel Einfluss auf die weitere Entwicklung der nächsten Genau, Wochen haben. Das wollte ich eigentlich ausdrücken. Ich konnte es nicht so gut rüberbringen gerade irgendwie. Stimmt. Ja, bei mir ist relativ einfach die Geschichte. Ich werde den Hänger finalisieren, quasi Stapellauf Dienstagabend. Also ganz kurz, wenn irgendwann AOP wieder auf Tour gehen und ihr seht so einen 40-Tonner rumfahren, das ist unser Hänger. Genau, wir haben die Dimensionen noch gar nicht gesagt. ja, und wenn das fertig ist, werde ich mich weiterhin um den Proberaum, um unseren Regieraum, das haben wir kurz vor Corona noch angefangen, haben da einen zweiten Raum noch umgebaut. Da muss man noch ein paar so Studio-Dämmstoffmatten anbringen, den endlich mal sauber einräumen. Das ist alles noch so ein bisschen Work in Progress. Da werde ich mich als nächstes dran widmen. Kannst du uns den Couch bauen? Nee, eine Couch bauen nicht. Also aus Paletten. Da gucken wir mal irgendwie. Das ist doch gerade voller Trend, habe ich gehört. Palettenmöbel. Ich will ja eine Couch auf meiner Terrasse. Palettenmöbel. Paletten, ja. Ja, also. Wo man die Bezüge einfach runtermachen kann dann. Ja. Könnt man mal gucken, irgendwas Schönes fällt mir bestimmt ein für euch zwei Hasen. Und Ostern. Ja, das steht bei mir so ein bisschen an und auch mein Schlagzeugkeller mal ein bisschen aufräumen. Das ist wie mein Keller genau, quasi. Ich wollte dich noch fragen, wenn du jemand buchen könntest, der dir deinen Keller aufräumt gegen Geld, würdest du das machen? Ja, selbstverständlich. Aber nur jemanden, den ich kenne. Ich nehme 25 Euro die Stunde. Wie viel? Wie viel? 25. Ich habe Freundschaftspreis. 15. 25. Ja. Okay, das werden wir nochmal privat ausdiskutieren. Unsere Streaming-Zahlen müssen weiter hochgehen, dann kann ich mit dem Preis runter, also es liegt ja an dir. Also Leute, seid so gut. Hört bitte mehr AOP auf Spotify, damit ich nicht so viel Geld an Stucki für meinen Keller bezahlen muss. Ja, und Olli, in der nächsten Folge wird es, habe ich gesehen, eine neue Rubrik geben, nämlich der Technik-Fritz. Ja, ja. Es wird also, immer netter eigentlich. Wer hat mal mit dem Technik-Depp angefangen? Ja, aber wir können es auch ruhig Technik-Depp. Ich bin da wirklich schmerzfrei. Ja, weil Technik-Depp. Es ist tatsächlich, es kommt ja, du machst die Jingles. Also deswegen ist es, das stimmt. Ist es offen gehalten. Es ist ja tatsächlich so, dass ich in der Band derjenige bin, der genau gar keine Ahnung hat von Technik. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Ich bin froh, wenn zum Beispiel, also anderes Beispiel, ich bin froh, wenn ich quasi weiß, wo der Autoschlüssel in das Schlüsselloch rein muss, damit das Auto angeht. So, Gott sei Dank fährst du noch kein Porsche. Ja, und ich weiß auch, also ich fahre noch Autos, wo man den Schlüssel reinstecken muss. Ja, beim Porsche auch, aber da ist das Schlüsselloch auf der anderen Seite, habe ich gehört. Oh, okay. Ja, ist so. Und bei meiner Gitarre und meinem Verstärker war und ist es und wird es immer so bleiben, dass ich keine Ahnung habe, wie das genau funktioniert. Und wo der Schlüssel wirklich reinkommt. Genau. Also der Schlüssel ist dann quasi das Klinkenkabel. Aber ich weiß schon mal, dass es ein Klinkenkabel ist. Ne? Ja, und von daher, da gibt es ein paar kleine Anekdoten, die man immer mal wieder einstreuen kann. Und deswegen nächste Woche der also, Technik-Depp oder der Technik-Fritz. Haben wir, da kann ich mich jetzt nicht so recht dran erinnern, haben wir
gesagt, dass es in der nächsten AOP Business Talk Rubrik Runde ums Booking gehen wird? Nee, noch nicht. Also in der nächsten AOP Business Talk Runde wird es um das Booking gehen. Und ich habe hier noch ein Stichwort stehen auf meinem schlauen Zettel. Auf www.aop.band, ganz schön krass, gell? Könnt ihr euch jetzt für den, also ihr könnt es auch noch morgen oder übermorgen machen, aber macht es jetzt, dann vergesst ihr es nicht, in den Newsletter zum AOP-Podcast die Punkrock-Polizei eintragen. Und dann bekommt ihr A, natürlich auch nochmal eine Erinnerung, es gibt eine neue Folge, und B, bekommt ihr aber auch noch weiterführende Informationen, wie zum Beispiel Links zu diversen Aktionen und so weiter und so fort. Ja, also von daher, an dieser Stelle, Männer, ich hatte mal wieder Spaß. Richtig, trinken wir noch einen kleinen. Wir trinken noch einen Schnaps. Ja, die letzte Apfelschorle des Tages. Ja, also bei mir ist es jetzt ein Obstler 2013 von meinem Nachbarn Sigi. Irgendwann muss ich mal Sigi mit in den Podcast bringen. Also wenn wir irgendwann mal mit dem Podcast wirklich viel, viel Reichweite haben, dann laden wir uns Stargäste ein, wie zum Beispiel deinen Nachbarn Sigi. Ja, ja. Also Leute, hört uns bei Spotify, bleibt uns treu, bleibt gesund und bleibt Bussis. Tapfer. Vielen bald, bis Dank. Tschüss, tschüss. Prost. Tschüss. Das war die aktuelle Folge der Punkrock-Polizei. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir raten dir dringend, diesen Podcast all deinen Freunden weiter zu empfehlen. Bleib sauber und sei in 2 Wochen wieder am Start, wenn die Punkrock-Polizei das nächste Mal auf Streife geht.